Moin. Nein, moin, sagt man moin. Hier. Und einen wunderschönen guten Tag vom Reitstall. Ja, vom Ischer Freimarkt. Genau, der Bremer Freimarkt. Wir haben es endlich mal geschafft. Sind jetzt hier im fast hohen Norden. Ne? Ja. Ja, Petrus meint es gerade gut mit uns. Eben hat es ein bisschen geregnet. Ansonsten ist noch recht zugezogen. Aber ja, ich glaube, jetzt haben wir Mühe, dass wir trocken bleiben. Es ist aber warm. Also ja, es ist total angenehm. Also irgendwie 17 Grad oder so. Also alles tipptopp. Ja, und was auch noch tipptopp ist, ist ja die Beschickung auf dem Freimarkt. Ihr seht da hinten schon den Look 360 Tower. Den haben wir heute auf unserer Liste. Ja, haben wir. Um uns einen Überblick über den Freimarkt zu verschaffen. Außerdem sind ja noch ganz viele andere Attraktionen. Davon werden wir die einen oder andere mitnehmen. Und ein kulinarisches Highlight haben wir heute auch noch vor. Was das sein wird, werdet ihr dann gleich im Video sehen, bei welchem wir euch wie immer viel Spaß wünschen. Du hast Bock, ne? Unsere erste Fahrt auf dem Bremer Freimarkt wird die super starke Treukraft. Boah, die windet ganz schön. Ich gehe mich da mal hinten anstellen. Und alles klar. Sehr cool. Was hast du bezahlt? 4 Euro. Ja, dann wollen wir mal schauen. Nächste Runde rückwärts, oder was? Nein! Ist da noch ein Platz neben Ihnen frei? Links am Platz ist mein Alter. Und das in meinem Alter, ne? Schlange zu, ab die Post. Freust du dich, ja? Ja, ich bin gespannt. Das ist eine sehr schöne Berg- und Talfahrt. Ich mag die ja sowieso so gerne, aber die ist so erstens so ein bisschen schon nostalgisch, ne? Und sie hat halt eben dieses, ja, dieses Schneebahn-Thema. Das ist jetzt nicht gemacht, die leuchtet so. Oder? Ja, auf jeden Fall. Von daher, die Fahrt war auch sehr lang. Sehr lang und sehr schnell. Sind wir jetzt mal gespannt. Ja. Ab dafür! Ja. Ja, halt, es geht los, wir starten neue Runde, wir sind komplett boarding completed, here we go. Wir starten neue Runde. Here we go. Ah, das ist doch so schön. Na, alles hat bis aus dem Weg, Okay.
Nach 5,5 Minuten macht er eine kleine Pause. Oh. Eine was? Ein Herzinfarkt. Vielleicht hat er gesehen, dass ich alt bin. Oh. Und wer nur ein. Dann ist er noch eine Runde fahren wollt. Dann möchte ich aber einmal alle Hände sehen. Ja, ich will die Hände sehen. Alle Hände! Alle Hände! Okay, ich will die Hände sehen. Danke für die coole lange Fahrt. Hat Spaß gemacht. Ja, super. Sag mal, was war das denn? Ja, hast du nicht gesagt, was zum Einstieg? Ja. 7 Minuten 30 Berg- und Talbahn gefahren. Ich bin ja froh, dass der junge Mann zwischendurch mal Pausen gemacht hat. Ja. Aber ich muss sagen, also ich fahre die Dinger ja semi gerne, aber das hat mir echt Spaß. Ja, obwohl das ist, aber anstrengend. Ja. Wir kamen noch nicht mal so richtig raus, die alten Menschen. Ja, und ich muss aber sagen, das habt ihr vielleicht auch eben im Video mal gesehen, die Wagen, die haben an der Seite eine Erhöhung. Das heißt dann, wenn du an die Seite gedrückt wirst, kommst du mit der Schulter da dran und es ist gepolstert, du hast einen Widerstand. Dann ist auch gar nicht so schlimm, wenn dann hier so ein kleiner Klumpen so angedrückt kommt. Ne? Ein kleiner Klumpen. Ein Klößchen. Ja, wir können es auf jeden Fall empfehlen. 4 Euro hat es gekostet. 4 Euro auf jeden Fall. Wenn ihr also hier seid, ne? Super starke Troika, die Schneebahn mitnehmen. Auf jeden Fall. Thank you.
in eurer Stadt hier auf dem Bremer Freimarkt? Ja. Und du hast irgendwie auf deinem Handy so einen Gutschein gehabt oder so? Ja. Erzähl doch möchtest, mal. Möchtest du wissen, wie das funktioniert? Erzähl uns doch mal, was du da gemacht hast. Genau, und zwar gibt es hier in Bremen die Bisschen Bremen-App. Da schließt man ein Abo ab. Das kann man für einen Monat machen, also monatlich machen oder direkt ein Jahresabo. Da wir aber ja nicht von hier sind, habe ich ein Monatsabo abgeschlossen für 4,99 €. Und dafür bekommt man Ermäßigungen bei einigen Essrestaurants. Essrestaurants, genau. Keine Trinkrestaurants, nur Essrestaurants. Entschuldigung. Bei Restaurants zum Beispiel. Und unter anderem haben die jetzt gerade ein Special, nämlich das Freimarkt-Special, wo es 15 Essstände und Ausschankstände. Nennen wir sie einfach Gastronomie. daran teilnehmen und dann bekommen wir halt eben Prozente. Und jetzt war so dabei gewesen, entweder zwei Softdrinks oder zwei kleine Biere. Für 4 statt 6 €. Das habe ich dann direkt eingelöst. Das kann man allerdings nur einmal einlösen innerhalb von 365 Tagen. Das heißt, wenn der Gutschein einmal eingelöst ist, könnt ihr den nicht nochmal einlösen. Ja, und dann können wir nämlich auch direkt einen kleinen Tipp geben. Wir sind nämlich schon seit gestern hier in Bremen. Und quasi in der Umgebung, Altstadt etc. sind ja auch einige Lokale, die da quasi mit drin sind. Genau. Und wer war das? Die Jenny? Die Jenny, hallo erstmal da, liebe, liebe Grüße. Und die Jenny, die arbeitet mittlerweile schon seit 9 Jahren bei dem Burgerladen 1885. Und da haben wir einen leckeren Burger gestern gegessen und dann haben wir quasi das 2:1, den 2:1 Deal gehabt. Mhm. Dass wir einen Burger umsonst bekommen haben. Die haben dann quasi das so gemacht, dass sie den Grundpreis eines Burgers für 10,75 € dann abziehen. Und ihr habt auch so zum Beispiel ganz cool zum Baukasten. Das heißt, ihr könnt euch alles komplett selbst machen. Zum Beispiel, die andere mag überhaupt keine Soßen oder sowas. Das heißt, ihr habt einen völlig drischen Burger. Ihr habt ja nichts für mich, aber wie hat es hier schmeckt? Voll drischer Burger. Ich fand den super lecker. Aber auf jeden Fall unsere kleine Empfehlung hier außerhalb der Kirmes. Aber wo wir dann jetzt wieder hier zurück bei der Kirmes sind, wir haben jetzt mehr oder weniger eine Runde geschafft. Da vorne steht auch wieder der Look 360, den wir dann gleich in Angriff nehmen, um uns nochmal von oben einen Überblick zu verschaffen. Wie findest du es? Wie ist es? Oh, das ist immer so schwierig. Ne? Es ist jetzt nicht so, als wäre Kirmes was ganz Neues für uns. Ich war auch schon mal dieses Jahr. Du warst auch schon mal irgendwo auf einer Kirmes, ja. Aber es ist etwas anderes. Erstens ist es nicht mehr das Rheinland, es ist Bremen. Das sind hier und da ein paar andere Fahrgeschäfte, die doch recht interessant sind. Unter anderem halt die Berg- und Talfahrt Troika, die fand ich übrigens sehr, sehr gut. Wir nehmen auch hier und da ein anderes Funhaus mit. Die Wege sind eigentlich sehr, sehr breit.
ich finde, aber trotzdem staut es sich auf den Wegen. Man merkt, es wird von Stunde zu Stunde immer voller, es wird leicht anstrengend. Wir sind nun mal in einer Großstadt, das ist einfach so. Aber sonst muss ich sagen, ich finde es okay, es ist gut. Gerade, also Zwischenstand ist gerade so, ich finde es gerade noch gut. Aber wir haben jetzt noch Look, wir haben ja jetzt noch andere Sachen und noch ein ganz großes Highlight. Und ich glaube, wenn ich dann noch das Abschlussfazit mache, dann werde ich den hier machen. Ganz oder? Bestimmt. Glaube ich auch. Ich finde es auch sehr cool. Ich meine, daher, dass man es nicht kennt und da es auch recht groß ist und ihr habt quasi einen Rundgang, aber der ist immer total verwinkelt und so. Also man ist ganz oft, wo man versucht, sich zu orientieren. Wenn man seine Runde gemacht hat und dann die nächste macht, geht es. Aber so der Anfang ist ein bisschen anstrengend. Ansonsten ja, alles und noch mehr da, was man hier an Fahrgeschäften braucht. Und ja, haben auf jeden Fall noch das eine oder andere auf der Liste. Jetzt trinken wir erstmal in Ruhe aus und dann, wie gesagt, schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Das erste Mal Look 360 von uns. Da müssen wir hier eine Folie haben. Let's have a look. So, 8 Euro Erwachsener. Richtig. Ja, dann schauen wir. Ja, sicher, wir schauen uns jetzt mal Bremen von oben an. Ja, machen wir, komm. Jetzt muss ein bisschen fisseln. Lauf doch nicht vorbei. Kommt und steigt ein. Ich bin Luk, Europas höchster mobiler Skylift. Genießt eine Fahrt auf knapp 70 Meter Höhe. Lauscht spannenden Geschichten über die Region und Kultur. Löst jetzt euer Ticket. Haben wir Glück gehabt, ne? Ja, vor allem direkt die Frontale. Ihr habt nämlich schon gesagt, also generell ist das ja eine coole Idee, aber wenn ich dahinter jetzt sitzen würde, würde ich genau so viel von Bremen sehen, beziehungsweise von der Kirmes. Ja, aber wir haben einen schönen Blick. Sehr schönen Blick, guck mal. Wünscht man sich jetzt auch viel Spaß? Viel Spaß. Viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Look, Europas höchster mobiler Skylift. Los geht's. Wir steigen nun auf knapp 70 Meter Höhe auf, wo ihr einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt genießen könnt. Begeistert als lebendige Metropole, in der urbane Lebensqualität und norddeutsche Gemütlichkeit aufeinandertreffen. Gesprochen wird hier der klassische Bremer Schnack, ein Dialekt mit vielen niederdeutschen Einsprengseln. Im Look, ja. 360, ja. Ein schönen Blick über den Freimarkt. 70 Meter hoch, 360 Grad Panoramablick, super, also ach, von oben ist auch einfach alles wunderschön, oder? Ja, und das ist auch sehr cool, also ihr fahrt dann halt auch immer über die entsprechende Stadt, wo der gerade steht, dann noch so ein paar Einzelheiten, das ist ganz cool gemacht. Ein kleiner Kritikpunkt, der uns aber nicht betroffen hat. Wenn ihr eine der drei vorderen Gondeln habt, ist okay. Wenn ihr die da hinten habt, wo die Stange ist, na, dann siehst du gar nichts. Also das ist dann wahrscheinlich sehr enttäuschend, aber ich muss sagen, die Fahrt war cooler, als ich gedacht hätte. Ich würde sogar einem Riesenrad vorziehen. Einfach, ne, das ist noch mit Musik untermalt und sehr atmosphärisch. Und mir hat Spaß. Also ich finde das Ding auch super. Das hat so was Luxuriöses. Also die Herren, die einen auch reinlassen, die sind ganz schick angezogen. Ja, das hat einen ganz anderen Flair. Zuerst waren wir uns auch im letzten Mal in Kirmes auch nicht sicher. Na, passt das zu einer Kirmes? Ich würde sagen, ja. Von mir bekommt das Ding auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und ich würde einen Reitstand-Tipp geben. Ja? Okay. Geht drauf. Super geil. 8 Euro. Nur mal so sein. Thank you.
genauso. Ja, da fahren wir doch mit, ne? Ja, ich meine, hinten steht zwar der große Breaker von Dreher, die großen finde ich ja immer ziemlich cool, aber das ist schon so, ich glaube, das ist halt Bremen, ne? Ich habe das Ding noch nie gesehen, den Happy Traveler, und der sieht so süß aus. Ja, worauf wartest du denn? Na los! Mann. Wie teuer war es? Wie teuer etwa habe ich hier fast? 4 Euro! Ja, dann ist er gut. Dankeschön. Ja, das sieht noch alles ganz gut aus. Aber das ist schon sehr geil, ne? Ja. Also, kennt man so jetzt nicht. Du hast schon eben gesagt, gucken, ob man es bei der Fahrt merkt irgendwie, ne? Ob man das irgendwie, ob es was am Fahrgefühl verändert. Richtig. Auf jeden Fall wäre man nicht nass. Aber es leuchtet irgendwie schön. Ich weiß nicht, das Ding ist geil. Alles so schön bunt. Alles klar. Herzlich willkommen, Mops. Dann legen wir mal los hier. Ganz gemütlich die Runde zum Eingewöhnen. Machen wir mal ein bisschen Pause, ne? Wobei Funhäuser mögen wir ja. Ja, sehr. Und da kann es manchmal auch actionreich werden, aber ich finde Happy Family, das hört sich doch. Ist ein schönes Funhaus, das leuchtet so schön. Ja, und da Gruß geht raus an unsere Rutschenbeauftragte, die Sarah. Da ist hier eine Rutsche, die werden wir auch mitnehmen. Auf jeden Fall? Ja, dann rein da. Einmal, zwei. Weißt du, kommst direkt rein, geht direkt los hier. Ja, natürlich. Einmal Beine heben mit Muskelkater. Ja, und das für 4 Euro. Ach richtig, ich habe 4 Euro. Günstiges Voll gut. Auch. Los geht's. Los.
Was ist das denn? Ich komm zu dir! Alter! Wow! Das ist neu, das kannte ich noch nicht! Oh Gott! Warte! Du musst Hufte! Mit der Hufte schwingen! Warte! Wir gehen lieber weiter, hier sind kleine Kinder! Wow! Doch, dafür haben wir bezahlt, dann muss man mitnehmen. Ah. Und jetzt eine Runde waschen. Weil ich hab... Und durch da. Alter. Wow, ey, cool. Attacke! Hui! Nee. Ah. Sarah! Auf geht's, eine Rutsche! Ah, ja, Rutsche! Guck mal, wie geil die Aufnahme hier. Ja. Ich muss mal nehmen. Cool. Toll. Wenn du Konga noch länger zuguckst, gehe ich da mit dir drauf. Nee, wir gehen ja, dann mal weiter. Was für eine Drohung. Was denn? Die Leute erwarten hier ein bisschen Einsatz. Machen wir jetzt. Hat eine schwangere Frau 60 erstmal. Ja, ne? Da ist auch eine Ampel. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ne? Danke dir auch gleich. Alles Gute. Jo. So, hier sind wir los. Nein, Spaß. Oh ja, jetzt bin ich dran. Ist schon grün? Nee, da ist jetzt rot. Ach, du Schande. Okay. Bist du durch, ja? Oh, Alter. Mein Hintern. Oh Gott. Warum? Ich komme hier überhaupt kein Stück weiter. Hier ist ja Licht. Oh, wir wird schwindelig. Hallo. Ey, du alte Hebamme. Wer ist denn da zur Welt gekommen? Oh ja, das war ja voll mit Licht. Wupp. Weißt du, was auch voll mit Licht ist? Ja. Und es ist langsam. Ja. Ja, dann. Gib ihm. Ja. Kann ein bisschen Schmackes geben. Ja, das ist voll schön, weil das Licht ist so schön. Ja. Ein bisschen warm wieder. Immer nach dem Pfannhaus ist einem so warm. Und mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, die Wünsche, ja. Die war schon wieder. Aber beleuchtet ziemlich cool. Ja, wir kommen gerade aus Happy Family. Von wem die ist, weiß ich gerade nicht. Könnt ihr googeln. Auf jeden Fall viele Elemente, die ich so in einem anderen Pfannhaus noch nicht hatte. Wenn du dann noch überlegst, dass das Ganze 4 Euro kostet, ist das auf jeden Fall, was Preis-Leistung angeht, ganz, ganz, ganz weit oben. Also das ist schon... Oder? Natürlich. Also ich hatte mal wieder total viel Spaß. Nur diese ganzen Plattformen. Ich glaube, da habe ich noch nicht mehr so die Traute zu. Aber ich finde es besonders schön hier. Das war mein absolutes Highlight. Erstens, weil es langsam geht und es ist schon schön beleuchtet. Also das habe ich jetzt in keinem anderen Pfannhaus bis dato gesehen. Mein Highlight war ganz am Anfang die Platte, die total breit ist und dann quasi hier diesen Hüftschwinger macht. Das meine ich ja, wie viele Sachen hier einfach sind, die kannte ich vorher so noch gar nicht. Das war geil, aber dazu, man muss aber richtig gut da, ne? Also gleich. Du brauchst einen Moment, ne? Ja. Aber dann... Irgendwann hast du den Schwung rausgehabt. Musst du schwingen die Hufte. Ja, aber auf jeden Fall... Ja. Ganz weit oben, das war noch, wie gesagt, auch für den Preis top.
ich würde es wieder machen. Und kleines Gimmick, wenn man, Goodie meine ich, wenn man dann oben ist, auf dem Weg zur Rutsche, hat man nochmal eine wunderschöne Aussicht über die Kirmes. Und das auch nur noch für 4 Euro. Das ist richtig. Ja. Ja. Machen. Wer wissen will, wie das Ganze drin aussieht, der sollte mal auf unserem Kanal gucken. Weil auf der Anerkürmes in Düren sind wir das Dämonium bereits gefahren und haben ein komplettes Onride für euch gemacht. Das ist so von außen, wenn du dir das Ding anguckst, ist halt einfach die krasseste Geisterbahn, ne? Wenn du so von außen schaust, das ist schon. Das ist halt in Ordnung, das Ding ist so mächtig. Ja, also es holt mich von außen total ab. Aber innen ist auch ganz nett, auf jeden Fall, Mama. Ja. Geschäfte fahren und so macht irgendwie hungrig, oder? Ja. Hättest du nicht Lust, eine Kleinigkeit zu essen? Natürlich, und wie? Ja. Aber was essen wir denn? Aber wo gehen wir denn hin? Darf ich das jetzt endlich verraten? Ja, du darfst es verraten. Wir gehen zu Crepe Hütten und da gibt es die bekannte Crepe Bowl vom Petit Paris. Genau, und wir sind auch ganz gut befreundet. Das heißt, da hat nicht einer dem anderen was geklaut oder so. Ja, man sieht sogar dieses Crepo-Logo, wie man das vom Stand von Petit Paris auf dem Hamburger Dom immer sieht. Ja. Ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Es gibt jetzt Crepo und es sei schon mal vorab gesagt,
diese Crab Bowl ist nämlich auch Teil der Bisschen Bremen App. Richtig. Und zwar bekommt ihr damit der Bisschen Bremen App 2 Crab Bowl zum Preis von 14 statt 16. Ja. Also los, einlösen, Leute. Machen. Schon ganz aufgeregt. Ja, ne? Aber die haben ihr Licht nicht an. Nein. Aber die Gaudi-Hütten seht ihr quasi direkt an der Halle. Gegenüber ist noch hier der Backfischmann. Da könnt ihr die Hürde gar nicht verfehlen. Sollen wir mal gucken, was die haben? Ja, sicher. Da sind sie wieder. Also hast du meine schon eine Raffaello, Idee? Ja, meine Raffaello Bowl ist dabei. Ja, aber ich hatte ja letztens mit Oreo, aber ich sehe schon, also wir hätten noch Giotto, wir hätten Vegan Crunchy, das ist mit Lotus, Bueno und Raffaello. Mal gucken, für was ich mich entscheide. Ja, wir haben bestellt, was kriegst denn du? Ich krieg die Raffaello Bowl und du? Ich krieg die Lotus Bowl. Oreo hatte ich letztens. Bin jetzt gespannt, was es hier Leckeres vom Lotus gibt. Und du hast auch eben wieder den Mädels dein Handy gezeigt, weil du so ein schönes Handy hast. Nein, das ist wieder die Bisschen Bremen App. Richtig. Wie sie eben gesagt hat, ne? Ich glaube 2 Euro Rabatt hast du dann. Genau, und ihr bezahlt dann 40 statt 16 Euro für 2 Krippen. Genau. Ja. Der wird fleißig gearbeitet. Oh, wir machen sie ganz nervös. Guck mal, so ähnlich sah das bei uns im Stream auch aus, ne? Nein, hier ist alles etwas professioneller als bei uns. Oh, ich glaube, das ist meine. Die hat da Krümel drüber gemacht und da geht's auch wieder ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, aber... Das sieht super aus, ich danke dir. Das ist die Nummer 1. Da kommt die Nummer 2. Die Nummer 2. Ah. Ah, ihr seid schon fast wieder zu hübsch, um mit zu essen, ne? Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wir suchen uns jetzt hier eine kleine Ecke. Dann verköstigen wir das lecker. Obwohl, ich glaube, da an der Seite ist Platz, oder? Ah. Leute. Müssen wir natürlich auch probieren. Erstmal den Keks. Oh, geil. Okay. Jetzt volle Löffel. Ehrlich sagen, ich hatte bei Lotus so ein bisschen das Bedenken, ja, nein, danke, dass er vielleicht mit dem Lotus-Keks mit vielleicht Karamell oder so, dass mir das zu süß wird oder irgendwie, aber es ist gut. Also es ist, ja, mit Oreo mein Favorite. Das ist bestimmt auch eine Karte. Ja, Raffaello, immer. Prost. Opa. Hinter uns liegt quasi der Besuch auf dem Ischer Freimarkt. Ja. Bremer Freimarkt. Ja, endlich mal geschafft. Hattest du einen schönen Tag? Wie ein Zwischenfazit, den hier. Also. Also ich fand Look mega gut. Ich bin auch sehr froh, dass wir das auch mal ausprobiert haben. Immer wieder gerne. Dann waren wir in dem Happy Family Funhouse. Das hat mich auch sehr abgeholt. Was mich wiederum etwas enttäuscht hat, wo ich sehr viel Hoffnung reingesetzt habe, war Happy Travelers. Ist von außen wunderschön, aber Fahrspaß, naja, eher negativ.
Wo waren wir denn noch drauf? Der Troika, hallo. Und natürlich die Troika, das ist schon so lange her, dass ich schon wieder, mein Gott, ich kann mir nur eine begrenzte Information merken. Das ist, wenn die Frau eine Kreppbull kriegt, ne, dann die ist vorbei. Die Troika, natürlich, die Troika. Ja, war ein sehr angenehmer Start, oder? Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, dann natürlich die Kreppbull, mein absolutes Highlight, wenn es hier ums Essen geht. Aber sonst an sich sehr viele Essen. Du kannst alles haben, also von der Bratwurst bis hin zur Pizza, bayerisch jetzt nicht mehr, obwohl bayerische Spezialitäten gab es glaube ich auch noch, ich glaube Paxel und alles. Was habe ich auch noch gesehen, Spieße, alles, wirklich, also, aber die Crepe Bowl macht es, also Wahnsinn, ich bin auch sehr, sehr froh, dass es die Crepe Bowl jetzt auch in Bremen gibt, über Krebshütten, ansonsten halt in Hamburg. Kommt doch bitte ins Rheinland. Also überlegt euch doch etwas fürs Rheinland. Bitte. Also da kommt so viel. Oder müssen wir etwa eine Bude aufmachen mit Crepe Bowl? Natürlich bei Petit Paris. Ja, fund me. Go fund me. Go fund the Reichstag Crepe Stand. Ja, in diesem Zug auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an die Tatjana und ihre Nichte Kim. Lecker bekocht. Ja, haben wir gerade kennengelernt. Grüße gehen raus. Super Crepe Bowl, immer wieder lecker. Mega. Da möchte ich noch anmerken, denkt an die Bisschen Bremen App, die hat sich hier auf jeden Fall sehr gelohnt. Die hätte ich sogar gerne das dritte Mal eingelöst, nämlich bei der Pizzeria Daniele. Und jeder, der diese Vlogs kennt, weiß, Daniele ist die verfolgen dich auch, ne? Also die sind überall, wo der Reitstall ist, ist die Pizzeria überall. Daniele mit dem Pizzabrötchen. Aber Leute, heute konnte ich leider mir nichts da kaufen, aber in der App könnt ihr jetzt zwei Tüten Pizzabrötchen, also zweimal Pizzabrötchen für 10 Euro statt für 12 Euro bekommen. Also schlagt da bitte auch zu. Ja, sonst, ich würde wiederkommen. Ja, ich würde auf jeden Fall auch wiederkommen. Ihr habt ja alles, was das Herz begehrt. Nur ein kleiner Punkt ist mir aufgefallen, ist aber gar nicht so eine große Kritik. Wenn ich mal überlege, was hier an Fahrgeschäften ist, fehlt mir, mal abgesehen von Fortress Tower, ein Thrill Ride Hochfahrgeschäft bei so einer großen Kirmes. Also du hast keinen Propeller, du hast keinen Infinity, irgendwas in die Richtung. Ja, das sehe von mir aus Konga noch mit, aber irgendwie, es fehlt, sei es jetzt Jekyll and Hyde oder irgendwie sowas, ein Booster, why not? Aber um Gottes Willen, wie gesagt, das wäre jetzt das Einzige, was mir halt einfach aufgefallen ist. Aber ansonsten, ja, ich würde auch wiederkommen und fand den Besuch hier sehr schön. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn wir wieder auf dem Bremer Freimarkt sind oder auf der Bocholter Kürbis oder am Hamburger Dom oder der Rheinkürbis oder der Kranker Kürbis oder dass wir mal so bekloppte Sachen machen wie Phantasia, Moviepark, wie auch immer. Ja, da solltet ihr unbedingt uns, den Reitstall, abonnieren, im nächsten Atemzug das Glöckchen aktivieren und lasst gerne ein Like da und Kommentare. Wir freuen uns über alles. Freuen wir uns, so sieht's aus. Jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut! Tschüss!